Hallo! Zweiter Spieltag zu Gast beim 1. FC Union Berlin in der zweiten Bundesliga. Wir sehen, wir haben den Sonntag, den 26. August 2012, und dann gehen wir mal in die Partie. Ist also das letzte Spiel vor dem Ende der Transferperiode. Wir wählen die Auswärtstrikots, weil Union Berlin noch weiß-rot spielt. Und jetzt die Aufstellung vom 1. FC Union Berlin. Im Tor mit Nummer 1 Daniel Haas. 2 Christopher Quiring. 5 Christian Stuff. 6 Marc Ferzel. 8 Markus Karl. 9 Luis Felipe Gallegos. 11 Simon Terodde. 16 Christoph Menz. 21 Tijani Belait. 23 Silvio. Und 34 Fabian Schönheim. Das Startaufgebot vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor mit Nummer 1 Tobias Sippel. 2 Jan Simunik. 3 Leon Jessen. 4 Ariel Borisiuk. 6 Matthias Abel. 7 Mimoun Azouak. 8 Muamadu Itrissou. 9 Alexander Baumjohann. 10 Albert Bouniakou. 21 Bielewitt und 23 Florian Dick. Zuck ist etwas müde vom ersten Spiel, daher rückt Asuwak in die Startelf. Sticht. Ich komme hier einfach auf der Video nicht mit den Freistößen klar. Bis jetzt. Aber wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Herzlich willkommen am Stadion an der Alten Försterei Berlin. Zum zweiten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Kaiserslautern. Die taktische Aufstellung ist bei Union Berlin das 4-1-2. Und beim 1. FC Kaiserslautern heißt es 4-2-3-1. Und Anpfiff zum zweiten Spieltag. Berlin stößt an. Belait. Terodde. Auf die Rechtsaußen. Quiring. Einwurf. Quiring. Zu Terodde. Aber wir holen uns den Einwurf. Baumjohann. Und wir sehen, dass St. Pauli gegen Jan Regensburg mit 1-0 in Führung gegangen ist. Azouak auf der linken Seite. Flanke. Kann auch per Kopfball abgewehrt werden. Und es ist Be Union Berlin am Zug. Schöne Übersteige von Silvio. Und dann geht er vorbei. Ist allein auf dem Weg zum. Und da kommt Sippel. Es kann auch der Fuß davor setzen. Gut so. Gut aufgepasst vom Torhüter des FCK. Energie Cottbus gegen SVS. Ist das Sandhausen? 1-1. Aber da geht's aber schon gut los. 12 Minuten gespielt, schon 2 Tore dort. Nicht schlecht. So. Borisiuk kann den Spielaufbau der Unioner verhindern. Asuak. Jawohl, Itrisu! Klick quer rüber zu Asuak! Go! Das war doch schon mal eine kleine Annäherung ans Tor. Haas mit dem Torabstoß. Auf Silvio. Freistoß für Union Berlin. Warum auch immer. Anscheinend war da Körperkontakt. Baumjohann. Schön gedacht. Jawohl, kommt an. Duisburg geht gegen Köln mit 1-0 in Führung. Und wir fast in Berlin. Torabstoß. Berlin. Jetzt. Und Asuwak. Schöne Kombination. Gut, zuletzt Jessen.
Und hast du Wack! Benjaku! Ha! Mann! Da fällt mir so ein schönes Sprichwort gerade in. Wer vorne die Dinger nicht macht, braucht sich nicht wundern, wenn hinten einen kassiert. Gut aufgepasst. Weiter zu Idrisu, auf die Link aus zu Azuak. Schön! Azuak! Auf den Keeper geschoss! Ecke! Hat er gut gehalten. Hat gut die Ecke zugemacht. Und Azuak mit der Ecke. Ah, kann abgewehrt werden. Bunyaku! Bleibt hängen. Am Baum Johann bleibt dran. Bunyaku. Komm, Heilene. Heilene. Jawohl. Jawohl. Ah, oh, zu schlampig, zu hässlich. Ah. Jessen. Und ich gesucht. Jawohl, schön zu Azuak. Komm, mach's quer. Ja! 1-0! Azuak in der 38. Ganz normal. Der war gut, der Pass. Und schön ins lang, in den lange Winkel. Azuak! Oh, Stadionsprecher. Hallo, wir spielen auswärts. Da funktioniert das nicht so. Oder doch? Jo. Da wird das ja durchgesagt. Stimmt, auswärts. Und auswärts kommt es dann im Chor. Und Dynamo Dresden geht in 1-0. BSC in Führung. Kann man sagen, beide Hauptstadtclubs liegen zurück. Und Ecke, diesmal Baum Johann. Wow. Komm, Bunyaku. Gewinnt das Laufduell auf Kosten eines Einwurfs für die Eisernen. Und Ferze spielt hoch zu Quirin. Galegos. Quirin. Die Abwehr steht gut. Wie viel haben wir auf der Uhr? Nachspielzeit. Oh. Jetzt ist Halbzeit. 1-0. Durch das Tor in der 38. von Azuak. Schon wieder 5 Begegnungen mit meiner. Wir haben Sonntag. Da spielen nur 3. Geil. Und Energie geht mit 2-1 gegen Sandhausen in die Führung. Und Idrisu! Bunyaku 2-0! Superstart in die zweite Halbzeit! Ich heb den Zeigefinger! Immer wachsam bleiben. Komm, das dauert mir zu lange mit der Zeitlupe. Stark! Union. Vorteil. Ins Bau Johann. Schöner Seitenwechsel. Gut gelungen. Essen und wieder zurück zu Azuak. Und jetzt Flanke auf Idrisu. Wollte ich so haben. Duisburg, Köln 1-1. Pässe Union Berlin 76%, meine 84%. Unsere. Und Idrisu, machst du dein Projekt? Oh, auf der Torwart. Komm, halt eine Ecke, oder?
Spielerwechsel bei Union Berlin. Es kommt der Spieler mit Nummer 17, Torste Matuschka, für 21, Tishani Belaid und Ecke. Asuak. Na komm. Machen wir gerade meine Wechsel. In Auftrag. Idrisu kommt auf der rechten Außenbahn in Ballbesitz. Oh, hat den Zwei. Gut, dass er den Zweikampf nicht so reingegangen, wie er wollte. Das wäre mit Sicherheit ein V gewesen. 92% Idrisu, Passsicherheit. Und Tiroler rein auf dem Weg zum Anschluss. Sippel! Gut rausgekommen, Junge! Klasse! Hat schon Vorteile, wenn man selber Torhüter ist. Da weiß man, wenn man raus muss. Und wenn, dann durchziehe. Es knallt so oder so. St. Pauli, Regensburg 3-0. Baum Johann. Und Flanke. Ah, fliegt er vorbei. Und 2-2, Energie Cottbus, Sandhausen. Da geht es ab. Da donnert's im Gebälk. Hier hat's bisher zweimal geknallt. Daher steht's 2-0 für uns. Komm, geh vorbei! Bunyaku! Mach es! Mach es! Mach es! Tor! 75. Minute! Doppelpack Bunyaku! Die 3 Punkte immer mit! Und jetzt wechseln wir aus. Ganze dreimal. Also, einmal. 5 Enis Alushi. Für 7 Mimun Azuak. 35 Julian Derstroff. Für 8 Muamadu Idrisu. Und 29 Kwame Nsor. Für 10 Albert Bunyaku. So, dann lassen wir Baumihan ins zentrale offensive Mittelfeld wechseln. Der ist drauf auf die linke Mittelfeldposition. Und Jo, lassen wir so. Okay. So, spielen wir weiter. Ensor. Was dafür gibt's die gelbe Karte? Der hat doch gar nichts gemacht. Ja. Ist doch kein Gelb, dass du. Das drauf! Oh, verhättert er sich. Duisburg 2-1 Köln. Jawohl! Ach. Komm nochmal! Komm! Komm! Schieß! Oh Mann! Oh, schlechte Flanke. Und jetzt hat Union die Möglichkeit. Und Nachspielzeit, eine Minute bloß. Ist ja nicht so viel passiert in der zweiten Halbzeit. Ist okay. Und dann ist Schluss! Zweites Spiel, zweiter Sieg, 6 Punkte. Kaiserslautern gewinnt auswärts 3-0 beim 1. FC Union Berlin. Dann gucken wir mal auf die Rechtlichen ergibt. Dresden, Hertha 2-1, Cottbus, Sandhausen 3-2, St. Pauli, Regensburg 3-0 und Duisburg gegen Köln 2-1. So, weiter. So, dann lassen wir mal den Kalender zum 31. August rotieren und dann gibt's einen Countdown. Dass das Schließen des Transfermarktes ansagt. Das finde ich richtig geil gemacht, dass da, was jetzt kommt. Hier diese Sequenz, die finde ich so geil.
letzte Frist für Transfers. Wir haben noch 10 Stunden. Also von mir aus werden keine Transfers mehr gemacht. Der Kader bleibt bis im Winter so. Noch 7 Stunden. 6. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eine. Und der Transfermarkt ist bis zum 1. Januar geschlossen. In der Transferperiode wurden 30.185.000 Euro umgesetzt. Also in der letzten Frist da. Okay, lassen wir jetzt noch bis zum 9. September rotieren. Und dann werde ich mich schon von euch verabschieden. Trainingsverletzung, ach nee. Simonek, Innenverteidiger, 5 Tage. Schulterprellung. 5 Tage. Spiel ist am 9. September. Bis reichen. Machen wir noch keine Änderungen. Wenn ich was ändern sollte, seht ihr es ja in der Ausstellung. Dann wisst ihr auch warum. So, ich habe noch eine Bitte an euch. Oder nee, komm. Habe ich zu spät dafür, weil ich nachher noch das zweite Spiel vom FC Bayern aufzeichne. Kommt spät. Ich habe die geplante Ausstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und würde gerne weiterhin eingesetzt werden, Trainer. Wärst doch eingesetzt, wenn du fit bist. Du warst nur im letzten Spiel müde. Und es werden nur die Spieler gespielt, die spielen, die zu 100% fit sind. So, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen, bis zum zweiten Spieltag des FC Bayern. Tschüss.